Dies ist aus dem Gedächtnis herausgeschrieben. Leider. Wenn ich das Material, das ich so sorgfältig vorbereitet hatte, hätte mit mir mitnehmen können, wäre dies eine ganz andere Geschichte. Niemand wird jemals glauben, wie sie aussahen. Beschreibungen sind nicht gut, wenn es um Frauen geht. Und ich war bei Beschreibungen sowieso nie gut. Aber es muss doch irgendwie getan werden. Der Rest der Welt muss von diesem Land wissen. Und so begann alles. Wir waren zu dritt. Klassenkameraden und Freunde, Terry, Jeff und ich. Wir drei bekamen die Chance, uns einer großen wissenschaftlichen Expedition ins Hinterland anzuschließen. Alles, was ich Ihnen anzubieten habe, ist meine These zu einem einzigen untergeordneten Punkt. Eine Frau muss Geld und einen Raum für sich haben, um Literatur zu verfassen. Und diese These lässt, wie Sie sehen werden, die Frage nach dem wahren Wesen der Frauen und dem wahren Wesen der Literatur unbeantwortet. Und wie wir immer weiter stromaufwärts kamen, bemerkte ich, dass immer mehr dort lebender Menschen eine Geschichte über ein seltsames und schreckliches Frauenland parat hatten. Dort oben, dort drüben, diesen Weg nach oben. Dies waren die Richtungen, die sie bieten konnten. Aber ihre Legenden stimmten alle im Punkt überein, dass es dieses seltsame Land gab, in dem keine Männer lebten, sondern nur Frauen und Mädchen. Keiner von ihnen hatte es je gesehen. Es sei für jeden Mann gefährlich, ja tödlich, dorthin zu gehen, sagten sie. Aber es gab Geschichten aus alter Zeit, als einige mutige Forscher es gesehen hatten. Ein großes Land, große Häuser, viele Leute. Alles Frauen. Sie würden sich untereinander bekämpfen, beharrte Terry. Frauen tun das immer. Wir dürfen nicht erwarten, irgendeine Art von Ordnung und Organisation zu finden. Du liegst völlig falsch, erwiderte ihm Jeff. Es wird wie ein Nonnenkloster unter einer Äbtissin sein, eine friedliche, harmonische Schwesternschaft. Ich schnaubte spöttisch bei dieser Vorstellung. Nonnen, also wirklich. Deine friedlichen Schwesternschaften wären alle zölibatär, Jeff, und stünden unter dem Gelübde des Gehorsams. Dies sind nur Frauen und Mütter. Und wo es Mutterschaft gibt, findest du keine Schwesternschaft. Zumindest nicht viel. Die Szenerie hatte sich verändert. Das Laub fiel noch immer, aber jetzt in London. Und ich möchte Sie bitten, sich einen Raum vorzustellen. Einen wie viele tausend andere, mit einem Fenster, durch das man über die Hüte, Karren und Automobile der Leute hinweg auf andere Fenster blickt und in dem auf einem Tisch ein Blatt Papier liegt, auf das jemand noch nichts weiter geschrieben hat als Frauen und Literatur. Aber so mögen Sie sagen, es sollte doch um Frauen und Literatur gehen. Was hat das mit einem Zimmer, einem Raum für sich zu tun? Lassen Sie mich erklären. Jeff war eine zarte Seele. Ich glaube, dass er dachte, das Land, falls es ein solches gab, würde vor Rosenbabys, Kanarienvögeln, Ablageboxen und allen Dingen dieser Art sprießen. Und Terry. Terry hatte in seinem geheimen Herzen Visionen einer Art sublimierter Sommerfrische. Nur Mädchen, Mädchen, Mädchen und er würde... Naja, Terry war beliebt bei den Frauen, auch wenn andere Männer da waren. Und es verwundert nicht, dass er angenehme Träume darüber hatte, was passieren könnte. Frauen schreiben keine Bücher über Männer.
Ein Umstand, den ich mit Erleichterung begrüßte. Denn wenn ich nach all dem, was Männer über Frauen schreiben, auch noch alles lesen müsste, was Frauen über Männer schreiben, dann wäre die einmal in 100 Jahren blühende Agave zweimal erblüht, bevor ich den Stift aufs Papier setzen könnte. Wir montierten den großen Doppeldecker zusammen und beluden ihn mit unserem wissenschaftlich komprimierten Gepäck. Unsere Taschen dienten zur Aufbewahrung kleiner Notwendigkeiten und wir hatten selbstverständlich unsere Gewehre, da niemand wusste, was passieren könnte. Also flogen wir kreuz und quer über das Land und beobachteten es genau. Wir sahen ein Land in einem Zustand der perfekten Bewirtschaftung, wo selbst die Wälder so aussahen, als ob sie gepflegt würden. Ein Land, das wie eine riesige Parkanlage wirkte, offenbar aber ein riesiger Garten war. Wir näherten uns einem Dorf. Haben Sie auch nur die geringste Vorstellung, wie viele Bücher über Frauen innerhalb eines Jahres geschrieben werden? Und wie viele davon von Männern? Ist Ihnen bewusst, dass Sie das womöglich meist untersuchte Tier der Welt sind? Sie liefen aus den Häusern, sie kamen von den Feldern und versammelten sich. Schnell laufende, leicht wirkende Gestalten, eine Menge von ihnen. Wir starrten und starrten. Warum waren Frauen so viel interessanter für Männer als Männer für Frauen? Sehr, sehr merkwürdig, dachte ich. Und meine Gedanken wanderten zu diesen Männern, die ihre Zeit dem Schreiben über Frauen widmeten. Und ob diese Männer nun alt waren oder jung, verheiratet oder ledig, rotnasig oder bucklig, man fühlte sich als Objekt all dieser Aufmerksamkeit, doch irgendwie geschmeichelt. Dort gibt es nur Frauen und Kinder, brachte Jeff aufgeregt hervor. Aber sie schauen, nun, das ist ein zivilisiertes Land, protestierte ich. Dort muss es Männer geben. Wir schlichen uns vorsichtig näher heran. Mädchen, flüsterte Jeff leise, als ob seine Worte fortfliegen könnten, wenn er sie zu laut aussprechen würde. Wie Pfirsiche, fügte Terry kaum lauter hinzu. Süße Früchtchen, Aprikosen, Nektarinen. Puh. All die Buntglasfenster, die eigentümliche Voll- und Halbmonde aufs Pflaster warfen. All die Denkmäler, Tafeln und Inschriften. All die Springbrunnen und Grünflächen. All die friedlichen Zimmer mit Blick auf friedliche Plätze. Als wir um eine Ecke gingen, kamen wir auf einen breiten, gepflasterten Platz und sahen eine Gruppe Frauen. Es waren Frauen, alle von ihnen. Aber sie waren nicht jung, sie waren nicht alt. Sie waren nicht in einer mädchenhaften Weise schön. Sie waren nicht im geringsten grimmig. Und doch, als ich ihnen von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand, wirkten sie ruhig, klug, ernst, gänzlich furchtlos. Offensichtlich selbstsicher und fest entschlossen. Uns blieb schlicht und einfach nichts anderes übrig, als vorwärts gehen oder zu kämpfen. Die Kunde meiner Erbschaft erreichte mich eines Abends, etwa zur selben Zeit, als Frauen per Gesetz das Wahlrecht zuteil wurde. Ein Anwaltsschreiben landete im Briefkasten und als ich es öffnete, erfuhr ich, dass meine Tante mir von jenem Tag an auf ewig 500 Pfund jährlich vererbt hatte. Von den beiden, dem Wahlrecht und dem Geld, kam mir das Geld, so gebe ich zu, unendlich wichtiger vor. Nie zuvor hatte ich irgendwo Frauen mit eben diesen Eigenschaften gesehen. Fischweiber und Marktfrauen könnten eine ähnliche, aber grobe, schwere Stärke zeigen. Diese waren nur athletisch, leicht und kraftvoll. Hochschulprofessorinnen, Lehrerinnen, Schriftstellerinnen. Viele Frauen zeigten eine ähnliche Intelligenz, wirkten aber oft angespannt und nervös, während diese ruhig wie Kühe waren, trotz ihrer offensichtlichen intellektuellen Fähigkeiten. Jetzt lauft, Jungs, sagte Terry, stellte aber bald darauf fest, dass es sinnlos war. Er riss sich für einen Moment los, zog den Revolver heraus und feuerte nach oben. Als sie ihn ergriffen, feuerte er noch einmal. Es gab eine Unterhaltung zwischen ihnen, nicht viel. Und dann fiel plötzlich auf jeden von uns eine feste Hand, die ein benetztes Tuch vor Mund und Nase hielt. Ein Geruch schwimmender Süße. Betäubung. Das Leben ist für beide Geschlechter mühsam und schwer. Ein ständiger Kampf.
Es verlangt übergroßen Mut, übergroße Kraft. Und vor allem womöglich verlangt es von uns, die wir illusionistische Wesen sind, Selbstbewusstsein. Ohne Selbstbewusstsein sind wir alle wieder Säuglinge in der Wiege. Langsam erwachte ich aus einem Schlummer, der so tief wie der Tod und so erfrischend wie der eines gesunden Kindes war. Wir setzten uns alle aufrecht hin. Das Badezimmer hatte nur eine Öffnung, die in unsere Kammer führte. Und diese hatte nur einen Ausgang, nämlich eine große, schwere Tür, die zugeschlossen war. Also klopften wir, woraufhin sich die Tür öffnete. In dem Raum befand sich eine Reihe von Frauen, 18 um genau zu sein. An einige von ihnen konnten wir uns noch gut erinnern. Wir mussten keine pathetische Pantomime des Hungers machen. Die kleineren Tische waren schon mit Lebensmitteln bedeckt und wir wurden mit ernsten Mienen aufgefordert, Platz zu nehmen. Bei jedem unserer Teller lag ein kleines Buch, ein echtes gedrucktes Buch. Was sich jedoch von unseren Büchern hinsichtlich des Papiers und der Bindung und natürlich in Bezug auf die Schriftart unterschied. Wir begutachteten sie neugierig. Wir sollen die Sprache lernen. Hier begegnen wir ihm wieder, jenem ominösen Männerkomplex, der so großen Einfluss auf die Frauenbewegung gehabt hat. Jenem tiefsitzenden Bedürfnis, das gar nicht so sehr sie unterlegen sein muss, er aber bitteschön überlegen, wodurch der Mann einem im Weg sitzt, wo immer man hinsieht. Nicht nur den Weg zu den Künsten versperrt er, sondern auch den zur Politik, und zwar selbst dann, wenn eigentlich nichts für ihn auf dem Spiel steht und die Bittstellerin demütiger kaum sein könnte. Es war nicht schwer, die Sprache zu sprechen. Sie klang weich, war angenehm für das Ohr und so einfach zu lesen und zu schreiben, dass ich mich darüber verwunderte. Unablässig hatte ein Mädchen die vorherrschende Meinung, du kannst dieses nicht, zu jenem bist du nicht fähig, anfechten, überwinden müssen. Eine Romanschriftstellerin mag dank angesehener Vorgängerinnen gegen diesen Infekt inzwischen immun sein. Malerinnen hingegen spüren ihn sicher noch, und unter Musikerinnen schließlich, so stelle ich mir vor, ist er womöglich weiterhin allgegenwärtig und tödlich. Am Nachmittag saßen wir alle zusammen auf dem Dach. Wir drei und die Tutorinnen waren an einem Tisch versammelt, ohne dass Wachen um uns herum waren. Da saßen wir also, ganz gelassen, alle in ähnlichen Kleidern. Unser Haar war mittlerweile so lang wie ihres, nur durch unsere Bärte unterschieden wir uns. Meine Damen, sagte Terry, wie aus heiterem Himmel. Gibt es keine Männer in diesem Land? Ich wundere mich nicht, dass sie verwirrt sind. Wir sind Mütter, wir alle. Aber es gibt keine Väter. Ich fragte nach. Sie möchten, dass wir glauben, dass es hier seit 2000 Jahren nur Frauen gibt und dass nur weibliche Babys geboren werden? Ja, antwortete Summel und nickte ernst. Als Nichthistoriker könnte man regelrecht so weit gehen zu sagen, dass Frauen in allen Werken aller Dichter von Anbeginn der Zeit gebrannt haben wie Leuchtfeuer. Clytemnestra, Antigone, Kleopatra, Lady Macbeth, Phaedra, Cressida, Rosalind, Desdemona oder die Herzogin von Malfi bei den Dramatikern und bei den Romanciers Millamont, Clarissa, Becky Sharp, Anna Karenina, Emma Bovary oder Madame de Guermantes. Wenn die Frau allein in von Männern geschriebener Literatur existieren würde, müsste man sie sich tatsächlich als Person von höchster Wichtigkeit vorstellen und als ausgesprochen vielseitig, heroisch und niederträchtig, prächtig und zerlumpt, unendlich schön und über die Maßen hässlich. So groß wie ein Mann wäre sie, manche denken gar noch größer. Doch das ist die Frau in der Literatur. Natürlich sehen wir bei unseren Vögeln, dass der Vater fast so nützlich wie die Mutter ist. Aber unter den Insekten sehen wir, dass er von geringerer Bedeutung ist. Manchmal von sehr geringer. Ist es bei Ihnen nicht auch so? Fragte sie. Oh ja, Vögel und Käfer, sagte Terry. Aber nicht bei Säugetieren. Haben Sie keine Säugetiere? Wir haben Katzen, sagte sie. Der Vater ist bei Ihnen nicht sehr nützlich. Die schwanzlose Katze ist, selbst wenn es einige von ihnen auf der Isle of Man geben soll,
seltener als man denkt. Sie ist eine absonderliche Erscheinung, eher drollig als schön. Schon komisch, was für einen Unterschied so ein Schwanz macht. Hier war nun endlich Mutterschaft. Und obwohl sie nicht für alle persönlich war, konnte sie, falls die Fähigkeit dazu vererbt wurde, ein neues Volk hervorbringen. Sobald sie das Alter von 25 Jahren erreicht hatten, begannen sie schwanger zu werden. Jede von ihnen gebar, wie ihre Mutter, 5 Töchter. Bald gab es 25 neue Frauen, selbst Mütter. Die älteren Frauen, die sich noch an die Männer erinnerten, starben, und die jüngsten der ersten Gruppe starben natürlich nach einer Weile auch. Zu dieser Zeit verblieben 155 parthenogenetische Frauen, die ein neues Volk gründeten. Keine Macht der Welt kann mir meine 500 Pfund nehmen. Nahrung, Unterkunft und Kleidung sind mein auf ewig. Dadurch enden nicht nur Mühsal und Schufterei, sondern auch Hass und Bitterkeit. Ich muss keinen Mann hassen. Kein Mann kann mir schaden. Ich muss keinem Mann schmeicheln. Kein Mann hat mir etwas zu geben. Das war der Anfang von Irland. Mitglieder einer Familie, die alle von einer Mutter abstammten. Diese Mutter lebte 100 Jahre lang. Sie lebte noch, um die Geburt ihrer 125 Urenkelinnen zu sehen. Sie lebte als Königin, Priesterin, Mutter aller und starb mit einem noblen Stolz und einer umfassenderen Freude, als vielleicht irgendeine menschliche Seele es jemals gekannt hatte. Sie allein hatte ein neues Volk gegründet. Denn wenn wir, so meine Überzeugung, noch vielleicht ein Jahrhundert lang mit 500 im Jahr für jede und einem Raum für uns leben, ich rede vom echten, vom kollektiven Leben, nicht von den kleinen separaten Varianten, die wir als Individuen führen, und wenn wir uns Freiheit angewöhnen und den Mut haben, genau das zu schreiben, was wir denken, und wenn wir uns ein Stück weit aus unseren Familienstuben befreien, die Menschen nicht nur in Beziehung zueinander, sondern auch in Beziehung zur Realität und die Wolken, die Bäume oder was auch immer, um ihrer selbst willen sehen, und wenn wir uns der Tatsache, denn es ist eine, stellen, dass da kein Arm ist, an dem wir uns festhalten könnten, sondern dass wir allein unterwegs sind und dass wir in Beziehung zur Realität stehen und nicht nur zur Welt der Männer und Frauen, dann wird die Möglichkeit in unserer Reichweite sein.